Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2. Und keine Sorge, es ist nicht die Folge von vor zwei, die vorletzte Folge, sondern er greift halt wieder hier an. Und zwar jetzt mit einer neuen Armee und die drei anderen sind die gleichen, die ich schon mal geschlagen habe. Mal schauen, ob er die gleiche Taktik wieder nimmt. Aber ich befürchte fast. Dementsprechend werde ich mich gleich von Anfang an so hinstellen. Also, und zwar Katapult geht hier hin. Hier hin. Die zwei gehen dahin. Unterstützt wird das Ganze von drei Velites. Die werden sich hier aufstellen, sicher ist sicher. Unterstützt wird das Ganze von denen. Und diese da werden sich hier aufstellen. Unterstützt von den anderen. Aber da muss ich gleich noch schauen, wer jetzt überhaupt noch frei ist. Die da. Die sind frei. Die sind frei. Legionärskohorte kommt hier hinten hin und der Mob kommt. Der Mob kommt auch. Jetzt habe ich was. Und zwar hier müssen auch noch welche hin. So. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Einmal da und einmal da, einmal da. Passt. Als hätte ich es gewusst, ne? Die Frage ist ja, wo noch die. Es kommen ja vier Armeen, oder also Armeen in Anführungsstrichen. Adelsinfanterie, wie sieht die denn aus? Sehr adelig. Sehr schön. So. Dann springe ich mal ein bisschen vorne. Die fokussieren sich mal jetzt darauf. Die kann man ja auch hier hin. Das mache ich mal. Der feindliche General ist tot. Normal. Warte, und die greifen jetzt mal nicht weiter an. So, die greifen jetzt mal alle den General an. Genau, die kommen jetzt ein bisschen weiter vor. Die da stellen sich mal hier hin. Die stellen sich so hin, bisschen breiter. Also jetzt mal den General ein bisschen piesacken. Alter, wer hat hier geschossen? Hat sehr viel Fernkampf. Kannst du eigentlich schießen?
Kannst du eigentlich schießen? Also so wahrscheinlich nicht. Unser General wird angegriffen. So, okay. Dann alle mal zurück. Die kommen mal. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Der da kommt dahin. Der muss da schön schießen. Die kommen mal hier hinten hin. Also der General, ich weiß nicht, ob ich den General so weit vorschicken kann, soll. Aber. Ja, warum nicht? So, hier sind 1, 2, 3, 4 Speerkämpfer. Vor allem, ja, Adelskämpfer. Ah, die sind ein bisschen zu heftig für meine. Da springen die Hunde. Entschuldigung. Ach, sieh mal einer an. Was macht der denn da? Warte, dann gehe ich halt mal in die Offensive, ne? Wenn der jetzt einfach so dasteht und schießt. Der feindliche General ist tot. Ist seit letztem Mal ein bisschen was eingestürzt. So, einmal einen schönen Charge. Sehr schön. Dann die drei werden sich mal eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Der da kommt hier hin. Der hat ja dann nichts mehr zu killen. Jetzt mach den mal fertig hier. So, dann komme ich nämlich von hinten nach da rein. Super. Komm schon.
Warte, wie sieht's hier aus? Ah, safe. Safe sieht's hier aus. Die Männer wanken. Warte, wo? Der da? Ja, der darf wanken. Der geht mal jetzt dahin. Der geht dahin. Die da gehen da rein. Der da wurde aufgehalten. Super. Ja, läuft wieder. Bitte jetzt nicht mehr angreifen. Bisschen noch Dampf ablassen hier. Der feindliche General ist tot. So. Schön, schön, schön. Gut, also, ja, hat funktioniert. Das Gute ist, dadurch, dass er jetzt die ganze Zeit seine Armeen aufbraucht, sind jetzt meine, ist jetzt der Weg für meine anderen Armeen offen. Das Problem hierbei war jetzt, Alter, das Katapult hat 100 getötet. Ja, war nicht schlecht. Das Problem hierbei war jetzt, er musste sich ausbreiten, aber er hat's halt falsch gemacht. Genau, ja, die einen sind tot, das ist in Ordnung. Weil jetzt ist sind die da wieder offen. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem für ihn. Er hätte sich da einbunkern können und da hätte ich mir dann die Zähne dran ausgebissen. Weil das waren halt einfach 6000. Und wenn alle da in der Nähe gewesen wären, dann... Autsch, autsch. Dieser Krieg hat. Nö. Nö, du. Nö, nö. Was? Ach, ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Ja, das muss ich natürlich spielen. Aber er hat so. Dann hoffe ich mal, dass seine Sperre nicht so gut sind gegen eine Schildkrötenformation. Aber das hat er schon richtig gemacht, weil nächste Runde oder in zwei Runden, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, nächste Runde hätte ich wieder... Nächste Runde hätte ich wieder eine Garnison gehabt. Oder eben in zwei. Warte, ich komm mal her. Weil wenn er sich schon so freundlich ankündigt, dann erwarte ich ihn doch, oder? Unser General wird angegriffen. Schneidet sie in Stücke! Schnell vorrücken! Das war schon mal ganz gut.
Ich war halt zu spät. Ich habe das zu spät gecheckt. Ja, bis jetzt kommen seine... Seine Dinger nicht durch. Ja, jetzt halt. Was los, was? Tja, ne? Ja, jetzt macht halt. Doppelte Geschwindigkeit! Schnell vorrücken! Das ist echt interessant, dass die dann nicht reagieren. Also. Ja, ich hätte noch ein paar Söldner holen müssen, ne? Ja, das ist jetzt clever. Also eine kleine Einheit greift an und die andere kann halt weiter schießen. Ja, aber der hat jetzt keine... Oh. Oh, 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 das ist jetzt, schlechter geht's nicht. Das ist schon mal was. Das war gut, dass ich ihn erwischt habe, aber trotzdem. Der hat halt jetzt komplette Munition offen. Munition offen, was ist das denn? Genau. Da. Schnell! Mars, helfe uns!
jetzt kommt der zweite noch. Also der hat keine Munition mehr. Der da glaube ich auch nicht. Aber der hat noch. Aber hier ist halt nochmal komplett eine Armee. Eine komplett frische Einheit. Ja, schade. Da war ich zu dumm, da hätte ich verdammt, da hätte ich ja noch 2-3 Fernkampf Söldner hin tun sollen. Das war stupido. Das war stupido. Aber ich bin ja da in der Gegend immer noch. Ehrenhafter Tod. Ja, Agent erholt, Mission fehlgeschlagen. Gut, dann schaue ich mal hier weiter. Und ich würde sagen, echt jetzt. Wir machen hier jetzt Schluss. Nächste Runde holen wir das uns zurück. Das zurück und der da hat mal eine Pause verdient. Gut, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.